Kennen Sie das auch? Ich komme nach einem stressigen Tag nach Hause und sofort fällt mir auf, was alles nicht zu Hause funktioniert hat. Das Bett ist nicht gemacht, Zahnpastatube ist immer noch offen und schon fange ich an zu nörgeln. Und ich steigere mich da richtig rein, obwohl ich auch ein bisschen spüre, dass es nicht so ganz gut ist. Aber dann denke ich auch wieder, dass ich doch recht habe. Und Nörgelei ist toxisch. Nörgelei gehört nämlich zu den Top 3 Beziehungskillern, neben kein Sex haben und Fremdgehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir mal eine Woche einfach nicht nörgeln. Wir schauen, was dann passiert und wie wir vielleicht damit unsere Beziehung beflügeln können. Wie geht es Ihnen? Welche Themen regen Sie auf? Welche Themen bewegen Sie? Schreiben Sie mir an chefredaktion@emotion.de.